Ich bin Susanna Curtis. Ich komme ursprünglich aus Großbritannien, aber ich lebe und arbeite seit 26 Jahren in Deutschland und seit 21 Jahren hier im Nürnberger Raum. Ich bin Choreografin, aber auch Tänzerin, Darstellerin und auch Clown. Und das verwende ich alles in meiner Arbeit. Ich mache meine eigenen Tanztheaterstücke mit meiner Company Curtis & Co. Dance Affairs. Und in meinen Stücken tendiere ich in der Richtung, arbeite ich im narrativen Sinn. Also ich erzähle gerne Geschichten in meiner Arbeit und interessiere mich sehr für Menschen, was Menschen bewegt, was in Menschen, was in ihrem Leben, was wichtig ist. Und das nehme ich aus dem reellen Leben als auch aus der Literatur. Das ist, was mich interessiert. Finde ich für mich die Augen wichtig, weil ich gern auch Inspiration vielleicht viel von Bildern, also Bildern im täglichen Leben, aber auch Bildern, die ich sehe in Museen, in Galerien, gemalte Sachen, Skulpturen. Und da fängt vieles in meiner Arbeit an und dann kommt später dazu die Musik und die eigentlichen Schritte, die ich dann choreografiere oder in Zusammenhang mit den Tänzern dann ausdenke. Du bist so oft von zu Hause fort, Otello. Und
ich mich in 5 Jahre? Auf der einen Seite kann gut sein, dass ich mich in dem Bereich, wo ich gerade arbeite, mich weiterentwickle. Und das ist in dem narrativen Tanztheater. Das finde ich schon sehr faszinierend, wie ich Geschichten erzähle und das Leben von Menschen in Bewegung ausdrücken kann. Es kann sein, dass ich in 5 Jahren ganz woanders bin. Vielleicht ergibt sich was, dass ich in eine andere Richtung gehe. Es ist auch immer spannend im künstlerischen Leben. Was sehe ich Nürnbergs Kunstszene in 5 Jahren? Also was ich mir wünsche, ist, dass Nürnberg sich als Tanzmetropol noch weiterentwickeln kann. Dass in der Tanzzentrale, wo die freie Szene arbeitet, da noch mehr Chancen gibt für Tänzer, sich ihre Arbeit zu entwickeln, für neue, jüngere Choreografen in der Szene eine Chance zu haben, was zu machen. Ich wünsche mir mehr Vorstellungen, dass ich meine Produktionen öfters zeigen kann, weil dadurch kriegen ich und mein Ensemble die Chance, mehr zu machen. Und auf jeden Fall denke ich, dass Nürnbergs Kulturszene in 5 Jahren noch sehr lebendig sein wird. Das wünsche ich für die Kulturszene und es sind bestimmt spannende Entwicklungen, die wir erwarten können.